Hallo, in dem Video möchte ich euch zeigen, wie man beim Exzenterschleifer die Schleifscheibe oder auch das Schleifpapier ersetzen kann. Im Prinzip ganz einfach, bevor ihr natürlich anfangt mit dem Wechseln des Schleifmittels, immer erstmal den Netzstecker ziehen, das ist ganz wichtig. Vergesst euch, dass ihr das vorher macht, nicht dass ihr euch verletzt. Und dann drehen wir die Maschine mal um, dass wir uns das Ganze von unten ansehen können. Hier können wir das verschlissene Schleifpapier sehen. Und es gibt verschiedene Sorten von Schleifpapier. Es gibt einmal die größte Körnung, die ich kenne, sind eine 40er Körnung. Und dann gibt es das auch noch in der Version, ich zeige euch das hier kurz, 60, 80 und 120er Körnung. Es gibt verschiedene Größen bei den Schleifscheiben, 125 mm, wie ihr hier sehen könnt, oder auch 150 mm. Achtet darauf, dass ihr bei eurer Maschine die richtige Größe kauft. Und zum Wechseln des Schleifpapiers gehen wir wie folgt vor. Wir nehmen erstmal eine neue Scheibe und die hat hier so eine Art Klettverschluss. Und die alte Scheibe ziehen wir jetzt einfach ab. Und wenn wir jetzt die neue Scheibe ansetzen, achtet darauf, dass die Löcher mit der Scheibe hier auch mit dem Drehteller übereinstimmen, weil darüber die Absaugvorrichtung funktioniert. Hier landet dann in dem Beutel der Staub. Wenn ihr jetzt natürlich die Löcher zumacht, kann die Maschine den Staub auch nicht absaugen und es würde zu viel Dreck kommen, wenn ihr mit der Maschine arbeitet. Also so passt bitte auf, dass ihr das so auch richtig dann ansetzt. Ja, dazu legen wir die Schleifscheibe auf die Löcher drauf und drücken diese dann fest an. Ich zeige euch das jetzt hier mal in der nahen Sicht, so könnt ihr das sehen. Und wenn ihr das gemacht habt, seid ihr auch schon fertig und könnt mit der Maschine wieder weiterarbeiten. Wenn euch mein Video gefallen und auch weitergeholfen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.